mein Label ist mein Baby. Also ich hatte damals einen Satz von Coco Chanel gelesen, die gesagt hat, ein Kleid ist alles, was eine Frau braucht zu tun. Und ich dachte, genau das ist es zu tun. Jeder Tag spannend, jeder Tag war eine andere Show, andere Gäste, andere Leute. Ich bin viel geflogen, bin viel rumgekommen, habe mit den verschiedensten Teams gearbeitet und das war immer spannend. Oh Gott, also, ja, ich habe für MTV Deutschland gearbeitet und Viva und das war echt eine großartige Zeit. Ich habe vorhin schon darauf angesprochen, aber die ist so lange her, also so lange noch wieder nicht her, das kommt mir vor wie ein anderes Leben. Und ich muss echt überlegen, was da die. Es war jeder Tag ein Highlight. Ob es jetzt den schönsten oder coolsten Moment gab, es gibt eine Begebenheit, die werde ich wirklich nicht vergessen. Die war damals nicht so lustig für mich, aber ich war in Barcelona bei den MTV Europe Music Awards und habe da die Celebrities eingekleidet und unter anderem fehlte noch ein Outfit für eine sehr bekannte Künstlerin. Und das zu besorgen, das war eine wirkliche Odyssee. Ich war 6 Jahre bei MTV und habe da alles gemacht und konnte auch habe da so meine Grenzen erreicht und habe überlegt, was kommt denn als nächstes. Man denkt ja immer, was ist denn der nächste Schritt? Styling bei MTV zu machen ist so best. Was will man denn da noch? Dann hast du das, dann hattest du so freie Hand und es war so kreativ und progressiv, dass es eigentlich nur noch die Möglichkeit gab, was Eigenes zu machen. Aber bei MTV ist es mir echt schwer gefallen, für die entsprechenden Events, für die Mädels das perfekte Kleid zu finden. Und ich habe gedacht, das ist eine Marktlücke, dass ich will nur Kleider machen. Wir sind everyday, also tragbar für jeden Tag, haben aber den Anspruch, so einen kleinen Pariser Schick, französischen Schick da reinzubringen. Cetou, wer uns kennt, der weiß, dass wir für fließende Materialien und Stoffe stehen. Viel Seide, viel Seidengemische, Viskose, fließen, leicht. Und ich breche das dann ganz gerne schon hier und da mit Leder oder Leinen, was halt so von Saison zu Saison passt. Das ist nach wie vor eines der schönsten Momente, wenn du auf der Straße bist und jemand sitzt irgendwie auch im Café. Oh, die trägt eine Bluse von uns oder ein Kleid. Man möchte am liebsten immer noch hingehen und sagen, danke, vielen Dank, dass ich das gekauft habe. Das sind ja echt so die kleinen, großen Highlights. Ich finde, nach außen hin hat Berliner, wenn man sagt, Berliner Modedesigner, hat das immer noch so diesen Nachklang von vor Jahren. Es hört sich so im Hinterzimmer, Wohnzimmer zusammengeschustert an. Da muss der Arm nicht immer da sitzen, wo der Arm sitzt. Hauptsache kreativ und fast mit so einem künstlerischen Ansatz. Ist heute nicht mehr so, finde ich. Da sind sehr viele tragbare Labels dazugekommen, die auch bezahlbar sind und die es international schaffen können. Und das stört mich so ein bisschen noch. Ich finde schon, dass die Deutsche Modewoche, es gibt es ja jetzt noch nicht wirklich so lange, die Mercedes-Benz Fashion Week. Und das hat sich in den letzten Saisons total schnell, ganz rasant entwickelt. Und bei der Mercedes-Benz Fashion Week da Platz zu kriegen und zeigen, du kannst ja nicht einfach mal so, ich möchte jetzt zeigen und schwuppdiwupp bist du in deiner Kollektion da im Zelt und hast die Möglichkeit, da deine Kollektion zu präsentieren. Da gibt es massenhaft Anfragen. Fashion Week ist was ganz Eigenes. Das sind gute Grundbedingungen, um hier so ein Label zu starten. Die Mieten sind nicht so wahnsinnig hoch. Es gibt viele kreative Leute, die einen unterstützen können in seinem Vorhaben, ob das Fotografen sind, Grafiker. In Berlin findest du alles mit einem Klick. In Berlin ist super, wir könnten auch niemals so arbeiten, wenn wir nicht in Berlin unser Büro gegründet hätten. Hier sind wahnsinnig viele kreative, gute Leute, junge Leute, die engagiert sind, die Lust haben zu arbeiten, die sich in neue Sachen stürzen, die schnell bei Projekten mit dabei sind. Man kann hier tolle, kreative Sachen einfach verwirklichen zu einem bezahlbaren Preis. Wir haben hier 2 eigene Läden. Ich weiß nicht, ob wir das woanders so realisieren könnten. Ich habe heute gerade die Textilwirtschaft war da. Wir haben uns länger unterhalten und es gab so eine Phase, wo extrem viele Berliner Designer aufgepoppt sind und ihr Label gestartet haben. Und es ist sehr ruhig eigentlich in der Szene geworden. Es kommen relativ wenig nach. Insofern, da ist eigentlich schon Potenzial da, gerade auch für was Neues. Und wenn du was Eigenes hast, eine eigene Idee hast, dann kann man das schaffen. Und ich finde Berlin eine sehr gute Ausgangssituation dafür. Séparée by Cetou, so wird die 2. Kollektion heißen. Wir haben uns einfach entschlossen, eine 2. Kollektion zu machen, die etwas günstiger ist, weil der Markt danach geschrien hat, sozusagen. Wenn du bei uns bei Cetou zahlst du beispielsweise 229 für ein Kleidchen, dann wird es dort 99 oder 129 kosten. Séparée
bei Setu. Hat meine Handschrift, wird aber ganz anders sein. Ich bin im Herzen ein Hippie. Und ich breche die Sachen immer ganz gerne. Wenn ich ein Seidenkleidchen trage, dann habe ich halt Boots dazu an oder auch gerne mal einen Turnschuh. Trage aber dann auch so eine kleine Bouclé-Jacke darüber und mixe, mag es einfach zu mixen. Es darf auch nicht zu gewollt aussehen. Der keine Persönlichkeit hat, der wird es trotzdem nicht ins Magazin schaffen. Das ist immer eine gute Kombination, aber das eine geht nicht ohne das andere. Und ein richtiger Star, glaube ich, der wirst du nur, wenn das Gesamtpackage stimmt. Und da gehört eben eine Ausstrahlung, eine Persönlichkeit, so ein Grundglamour, den du ausstrahlst, mit dazu, aber eben auch das Äußerliche, dass irgendwie das innere Package mit dem Äußeren zusammenkommt und dann hebst du dich eben ganz besonders von den anderen ab und das musst du, um in Erinnerung zu bleiben. Ist doch ganz nett, sich auch so ein bisschen zu stylen und so ein bisschen betüttelt zu werden und ein cooles Outfit zu tragen, in dem man sich wohlfühlt und seine Stärken oder seine Persönlichkeit noch unterstreichen kann. Das ist ja auch eine Art Sprache von mir, so wie ich drücke mich ja auch mit meinen Klamotten aus. Und wenn ich mich wohlfühle in meinen Sachen, dann kann ich noch mehr strahlen. Gerade am Wochenende, wenn ich mit meinem kleinen Sohn zur Skatebahn düse, dann kann es nicht immer nur Pariser Schick sein, aber so ein, weiß ich nicht, ja, so, das macht das Bild doch ein bisschen schöner, wenn nicht nur Jogginghosen zu sehen sind, sondern ein bisschen der Paris-Flair, Paris-Schick nach Berlin transportiert wird. Wir haben alle beide in großen Unternehmen gearbeitet, in festen Strukturen, haben vorher vieles probiert und es ist eine gute Kombination. Ich als Kreativer, er als BWLer, da ist einer, der mir immer auf die Finger klopft und mich da auch im Rahmen und mir so Grenzen setzt. Ne? Auch als ich schwanger geworden bin, habe ich gedacht so, Halleluja, ich weiß, wie ich jetzt schon so knorpeln habe und ein Kind, das ist echt, weil mein Mann sagt immer, du bist das Herz der Firma, ohne dich würde es nicht funktionieren. Und jeden Tag, wo man dann anfängt zu schwächeln, denkt man so, okay, es geht nicht. Du musst dich irgendwie pushen. Das muss einfach weiterlaufen. Man kann ja auch nicht sagen, ich setze jetzt einfach mal eine Saison aus und man funktioniert einfach nur noch. Also so wie viele andere, ich glaube, jede Mutter ist eine Powerfrau, weil du kannst ja auch nicht aufstehen. Also es ist ja, weißt du, du hast einen Job, du hast ein Kind und ich kann jetzt auch nicht liegen bleiben. Und jede Frau, die berufstätig ist und ein Kind hat und so viele Dinge unter den bringen und so, muss zwangsläufig eine Powerfrau sein. Bei uns sind es immer tragbare Kleider mit dem besonderen Detail. So ein Pariser Schick mit dem Berliner Twist kombiniert. So, aber wichtig ist mir immer, dass sich jeder in den Sachen wohlfühlt, dass jeder für sich so ein Lieblingsteil finden kann und sie vor allen Dingen wirklich, du brauchst nicht viel, um sie dir im Alltag vorzustellen. Also es ist, wir sind auch keine typische Show-Kollektion. Alles, was du bei uns auf dem Catwalk siehst, hat man mehr oder weniger das Gefühl, ich kann das sofort auch anziehen und mir so an mir vorstellen und tragen. Es ist halt, braucht nicht viel Vorstellungskraft. Ne? Es ist so, die Bluse kombiniere ich mit zu einer Jeans, die kann ich ins Office anziehen, die kann ich aber auch am Abend mit einem hohen Schuh anziehen und auch wenn ich meinen Sohn von der Kita abhole. Es ist so, es ist alles tragbar bei uns mit einem besonderen Detail. Wenn ich morgens in der Dusche stehe, dann denke ich manchmal so nach, habe ich jetzt Lust, was wird das für ein Tag? Aber will ich was anderes machen? Nein, lieber Gott, ich bete, dass ich das genau bis an mein Lebensende so weitermachen darf, weil es ist echt toll.